Hallo ihr Lieben, ich melde mich heute aus dem Stall und zwar hatte ich bei Instagram gefragt, ob ihr Interesse habt an einem Spind-Video und ihr hattet Interesse, deswegen zeige ich euch heute meinen neuen Spind. Den habe ich, glaube ich, erst ein paar Tage, so eine halbe Woche ungefähr und ja, ich habe ihn schon fertig eingerichtet, bin total happy und jetzt zeige ich euch einmal meinen Spind. So, das ist mein Schrank, da oben in der Kiste sind meine Bandagen. Da ist so Longierzeug und das ist der Schrank von außen. Hier ist die kleine Foxy. Und wir machen ihn jetzt mal auf. Was gar nicht so einfach ist mit einer Hand. So. Ja, wir fangen mal hier an. Hier hängt mein Lederhalfter und darunter hängt mein Pummel-Einhornhalfter. Dann haben wir hier meine Springtrense mit dem Stirnriemen hier. Dann haben wir hier meine Dressurtrense mit dem Lacknasenriemen. Und dann haben wir hier noch die Longiertrense. Die hat einfach keine Zügel dran. Das finde ich mega praktisch zum Longieren. Da muss ich nämlich nicht immer erst die Zügel abschrauben. Dann habe ich hier noch meine Westerntrense. Und das Glecksrad. Und so eine Ersatztrense. Jo, dann haben wir hier oben einen Dressursattel, darunter den Westernsattel und da ganz unten den Vielseitigkeitssattel. Und hier, das fand ich total praktisch, ich weiß nicht, ob das so dunkel ist, aber hier sind noch diese kleinen Haken. Da habe ich meine Longe dran, meine Sporen und ganz hinten das Martingale, was ich ja nie brauche. Dann habe ich hier noch so ein Ding hingemacht, hier so ein Türhänger eigentlich. Da hängt mein Longiergurt dran und da hängen noch Zügel hier hinten und ich habe einen Nasenriemen geschenkt bekommen mit Glitzer. Sehr schön, der wird bestimmt nächstes Jahr auf dem Turnier zum Einsatz kommen. Genau. Und dann liegen hier oben meine Bandagen drin und hier ist dann so ein kleines Fach. Ich versuche da mal reinzufilmen. Und genau, hier habe ich dann also Fläschchen stehen. Ich versuche mal irgendwie da mehr Licht reinzukriegen, weil das sieht man gar nicht. Aber da sind dann eben so Medikamente drin. Mein Kühlgel ist da drin. So, jetzt sieht man es auch. Leckerlis, Lederpflegezeug, Pferdepass, mein Schlüssel. Dann haben wir hier so ein Fach. Da liegt mein Helm drin. Und in dem Eimer habe ich eben meine Handy-Ausreittasche. Fliegenöhrchen und die anderen Pauschen für den Vielseitigkeitssattel. Da unten liegen dann Gamaschen und Glocken und hier drin habe ich dann einfach noch mein Bodenarbeitsseil, meinen Halsring und ein Knotenhalfter. Jo. Dann habe ich da oben mein Westernpad drin liegen und meine Unterlagen fürs Longieren. Da ist meine Putztasche. In der kleinen Kiste sind Stirnriemen und Sporenriemen. Das ist ein Leckstein. Ist aber mein Handy. Den findet Robini auch ziemlich cool. Der Eimer ist tatsächlich leer. Den habe ich so zum Ribanol angießen oder zur Lederpflege. Und in der großen Kiste sind Halfter und Führstricke. Genau, hier haben wir dann, wie eben schon gesagt, noch meine Ausbindezügel, mein Ausbinder, sagen wir einfach so. Das sind Dreieckszügel. Und dann haben wir hier noch Gerten in so einer praktischen Halterung. Und das war mein Schrank sogar schon. Wenn ihr jetzt mal wissen wollt, was ich hier so ganz genau in meinen ganzen Kisten drin habe und was für Marken, dann mache ich gerne nochmal ein separates Video für euch. Genau, und das könnt ihr mir einfach mal... Such mal Licht. Oh, zu viel Licht. Das könnt ihr mir ja einfach mal in den Kommentaren unten schreiben. Und dann werde ich mich jetzt erstmal auf den Weg nach Hause machen und für euch noch den Schlussteil aufnehmen. Da gibt es nämlich noch eine total coole Verlosung. Deswegen bleibt dran, es ist noch nicht vorbei an dieser Stelle. Ich komme sofort wieder. Hallo meine Lieben, jetzt bin ich mittlerweile zu Hause angekommen und wie ich euch ja schon vor dem Stall versprochen habe, gibt es heute eine Verlosung. Und zwar dachte ich mir einfach, das passt ganz gut so zum Nikolaus, da möchte ich euch auch gerne mal was schenken.
Und deswegen verlose ich einmal eine Soul Horse Marke. Hier. Da steht Seelenpferd drauf. Und ich finde es total süß, auch mit dem kleinen Unendlichkeitszeichen, mit dem Love. Genau, die wird einmal verlost. Und dann gibt es für den zweiten Gewinner total geile Weihnachtsreitsocken von Imperial Riding. Und die sind halt einfach so in so einem Weihnachtselfen-Look. Also, ne, rot und grün und mit kleinen Schneeflöckchen. Genau, die werden auch verlost. Es wird also zwei Gewinner geben. Und ihr müsst ganz einfach, ja, klar, Abonnent dieses Kanals sein. Wenn ihr das bis jetzt noch nicht seid, könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren. Dann, genau, seid ihr schon direkt, ja, Abonnent und könnt dann teilnehmen. Und um dann teilzunehmen, schreibt ihr einfach einen Kommentar, warum ihr entweder die Soul Horse Marke gewinnen wollt oder die Reitsocken. Genau, dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Für die Reitsocken und für die Soul Horse Marke müsst ihr Abonnent dieses Kanals sein und einen kurzen Kommentar schreiben, warum ihr eins von beidem gewinnen wollt. Genau, das war's auch schon. Und dann hoffe ich, dass ihr einen schönen Nikolaustag hattet. Und genau, wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Und viel Glück und viel Erfolg bei der Verlosung. Ciao! So, jetzt habe ich gerade ganz vergessen, euch zu sagen, wie lange ihr teilnehmen könnt. Und zwar könnt ihr bis zum 17.12. teilnehmen an der Verlosung. Und dann werde ich den Gewinner anschreiben und dann kriegt ihr das Päckchen auch noch vor Weihnachten.